Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich habe ein bisschen umgebaut. Ich habe auch ein bisschen aufgeräumt, weil ich muss mal wegen des Chaos hier loswerden. Und deswegen gibt es am Anfang jetzt wegen eine Vorführung, was ich alles verändert habe. Weil wenn ich das jetzt alles mit euch gemacht hätte, ja, dann hätte es nochmal die nächsten 5 Folgen gegeben, nur Umbau. Und ich rede von Stundenfolgen. Und zwar, ich habe jetzt die ganzen Kisten mal hier leergeräumt, da auch ein bisschen leergeräumt. Das wollen wir aber auch irgendwann mal automatisieren. Ich habe den Abfalleimer jetzt da hinten hin verfrachtet. Ich habe die Bienen reingeholt. Ich habe die ganzen Cobblestones, die wir jetzt hatten, übrig hatten und drüben nicht mehr reingehen. Die sind jetzt alle compressed. Ist jetzt kein großes Ding, ist einfach nur in den Assembler schmeißen mit dem neuen Circuit und dann macht er die. Einfach in den Raum da. Das machen wir aber gleich. So, dann habe ich jetzt hier alles, was Holz betrifft. Alles, was Bienen betrifft. Dann habe ich hier die Zellen. Die waren früher auch mal draußen. Dann habe ich jetzt hier noch, was alles Ingots ist. Beziehungsweise teilweise, wenn die jetzt dann auch nach hinten verschwinden. Dann habe ich jetzt hier alles, was Behältnisse betrifft. Alles, was so Vanilla und einfache Mechaniken betrifft, wie eine Tür, Redstone-Computer, Repeater, Pistons und so weiter. Alles hier schön versammelt, dass man auch alles findet. Covers sind hier und ich habe auch mal die ganzen Press von AE mit rein. So, dann haben wir jetzt dann hier sozusagen zwei Sachen, wo die Batterien drin sind. Die sind alle voll, die sind alle leer. Dann haben wir Kabel, das ist jetzt nur noch ganz wenig drin. Da ist auch nur noch die Resterampe drin von den ganzen Materialien. Hier haben wir noch die Ingots und die Plates. Und hier haben wir restliches Gedöns von Pipes und anderes Zeug, was ich noch nicht weiß. Dann haben wir hier jetzt schon mal Drawer, sozusagen einmal von klein auf groß. Holz, Bronze, Stahl, Zinn, Elektrum und was ist das letzte? Sollte ich vielleicht hingucken? Stainless Steel. Genau. Dann habe ich jetzt mal hier meinen Frame Table reingeholt, weil den letzten habe ich nicht mehr gefunden. Weil ich bin ein Klamper. So, da habe ich jetzt eigentlich nichts viel verändert, außer dass ich da noch einen Zaun hin habe und hier ein Ding hin, wo ich die ganzen kleinen Scheiß reinkriege. Den habe ich noch gar nicht aufgeräumt. Oh, den habe ich auch noch gar nicht gesehen, weil das wäre mir aufgefallen. Du gehst mal schnell bitte weg. Und dich stelle ich jetzt schon mal dahin, dass ich dann weiß, dass ich die noch aufräumen muss. Jetzt werde ich dann bestimmt 5-mal über die Kisten fliegen. Ich kenne mich. Ich stell die mal da rein. Naja, jetzt habt ihr schon ein bisschen was gesehen, ne? Der Raum ist ein bisschen leerer geworden. So, dann kommen jetzt noch die Saplinge rein. Die müssen wir nämlich auch noch aufräumen. So, genau. Denn wir haben jetzt hier EV-Bereich. Wir haben hier HV-Bereich. EV-Bereich haben wir noch nichts. Ist einfach momentan nur ein Lagerbereich, wo ich momentan die Kisten hinstelle, wenn ich es ja noch nicht weiß, wo ich es hingeräumt habe. Dann haben wir hier unseren HV-Bereich. Ja, und das sind jetzt wirklich alles HV-Sachen. Sind wir auch schön brav beim Batterien produzieren gerade. Wenn wir jetzt gleich sehen, wenn wir in die andere Seite gehen, weil da drüben hat sich ein bisschen was verändert. So, hier hinten hat sich auch noch ein bisschen was verändert. Da eigentlich weniger. Hier eigentlich mehr, denn ich habe jetzt überall Drawer aufgebaut und habe hier die ganzen Sachen schon mal reingeschmissen und zwar wirklich systematisch von A nach B und dasselbe auch hier mit den ganzen Leitungen. Das heißt, man findet jetzt ein bisschen was schneller. Wie gesagt, immer noch ein bisschen nervig, dass das nicht geht. Aber da wollen wir uns ja auch eventuell demnächst drum kümmern. So, und jetzt gehen wir in den größten Raum. Wir gehen erstmal hier rein. Das kennt ihr ja schon teilweise. Wir haben hier ja die da schon. Und jetzt habe ich angefangen, sozusagen hier alles soweit fertig zu machen.
und die ganzen Teile hinzustellen. Und so wird auch alles in Zukunft aufgebaut. Und da hinten, nee, habe ich noch gar nicht, oder? Nee, das habe ich nur ganz hinten gemacht, ja. Das zeige ich euch gleich. Das heißt, hier haben wir jetzt dann sozusagen immer die Möglichkeit Assembler, das heißt Input, Output und zum Beispiel Assembler Fluid Input. Das heißt, ich kann jetzt hier, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt Batterien herstellen und ich brauche dafür dies oder jenes, dann kann ich dann hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt meine Zellen, schmeiße die da oben rein und dann läuft das hier rein. Und bei dem da zum Beispiel läuft es dann hier in den automatisch in den Tank rein. Habe ich hier hinten, glaube ich, auch schon so. Ja, genau. Also läuft dann von hier aus in den Tank. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt in dem Assembler Kabel herstellen, können wir ja mal schnell machen. Brauche ich meine 4 Zellen nicht holen, wenn ich sie gleich da habe. Ja, weil wir brauchen ja hier mal Gummi. Nehme ich die raus. Schmeiß die rein. Zack, ist drin. Sollte ich vielleicht noch 24 einstellen und dann läuft das Ding. So habe ich mir jetzt das vorgestellt. Die Pipes werden sich dann natürlich auch peu à peu sauber ändern. Ich glaube, hier habe ich schon die ganz großen hin. Genau, die Conduit Connector. Ja, also, das sind jetzt die, wo ich dann auch farblich einstellen kann und einen Filter haben. Müssen wir aber noch mehrere bauen. Ist der EBF auch gerade wegen beim Laufen. Ja, also wie gesagt, hier alles ist alles LV-Bereich. Ich habe mir einen zweiten Name Remover gebaut, weil mir ging das auf den Zeiger. Ich hatte hier Super Tanks, ich glaube 5 verschiedene. Warum auch immer, Name Remover reingeschmissen und ich hatte auf einmal nur noch einen. Das ist das Schöne. So, dann haben wir hier jetzt den zweiten Bereich und zwar MV. Ist genau exakt oder ähnlich aufgebaut. Exakt stimmt nicht. Ähnlich aufgebaut, weil was alles zum Beispiel hier ist, ist also auch hier. Aber zum Beispiel, ja, gehen wir mal hier hin. Einen Scanner und einen Polarizer in MV finde ich schwachsinnig. Noch schwachsinnig. Weil vor allem ich finde, wenn ich einen Scanner brauche, dann brauche ich ihn hinten, wo ich die Seeds scanne. Oder irgendwann die Bienen scannen und nicht hier. Da kann dann meinetwegen besser hin. Aber dass ich mal was scannen kann, reicht mir das und der Polarizer auch. Und erst der HV bringt uns weiter. Also brauche ich kein MV. Und dann werden die Maschinen sozusagen so ausgetauscht, dass jetzt dann hier der Extruder drin ist und hier die Advanced Distillery. Ja, also die, wo ich da drüben nicht habe. Und genau so geht es die ganze Zeit weiter. Wir werden da, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen, haut raus. Da erkläre ich gerne noch mehr. Oder wenn ihr auch sehen wollt, wie ich mal sowas baue, auch kein Ding. So, dann sind wir hier mal durch. Ihr seht auch hier, die Zäune sind schon mal ein bisschen gewandert und vor allem die Kisten sind etwas weniger geworden. Fleißig beim Aufräumen. Ich merke schon, das wird heute eine was habe ich getan Folge, die wo ich eigentlich selber nicht leiden kann. Ja, aber ich versuche so schnell wie möglich abzuhandeln, dass wir auch noch was tun in der Folge. Oder sie wird halt ein paar Minuten länger. So, dann habe ich mir nämlich hier mal, ist mir wegen in Gedanken gekommen, es gibt ja die Voltage Test Buffer, die genauso ausschauen wie Kisten. Da habe ich dann, weil hier ist ja dann sozusagen der Auswurf und der schmeißt er immer wieder raus. Ich habe jetzt noch nicht festgestellt, dass ich das hier ausstellen kann. Wenn jemand weiß, wie ich das machen kann, bitte in die Kommentare schreiben. Wäre super, weil dann brauche ich keine Folie draufkleben, wie man so schön sieht, ne? Hier Folie. Damit da nichts mehr rausgeschossen wird. Aber wie gesagt, ich muss es halt von den Seiten wegdrehen, weil sonst wird da nichts mehr rausgezogen. Und hat den Vorteil, ich kann auch reinklicken. Was ich ja bei diesen Kisten nicht machen kann. Also da hat es einen Vorteil. Auch hier habe ich aufgeräumt. Ich werde ich vielleicht gleich brauchen. Und der EBF, ich hoffe jetzt, dass der einigermaßen durchgelaufen ist. 20 Stück habe ich bekommen.
Das heißt, er ist nicht komplett durchgelaufen. Au, au, au. Handschuhe. Handschuhe benutzen. Heiß, 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 heiß. Output-Bus. Ich brauche Input-Bus. Danke. Ich hoffe, dass der läuft. Jawohl. Das heißt, mir ist der jetzt ausgegangen, weil Energie. Man weiß es nicht. Starte mal neu, danke. Muss laufen. Ich brauche mehr von dem Zeug. Aber das ist das Zeug, das was wir brauchen für diese besseren Flutkabel. Du brauchst wie lange? 16 Sekunden. Ja, ich muss hier auch vor allem endlich mal ein vernünftiges Netzwerk aufbauen mit geladenen Chunks. Aber da muss ich erstmal den Spawner zum Laufen kriegen. Der wehrt sich noch. Oder ich muss da auch noch was machen. Aber ich komme schon jetzt nicht dazu. Und zurzeit habe ich auch noch Urlaub. Und wenn ich in der Arbeitswelt wieder bin, habe ich ja sogar noch weniger Zeit, das zu machen. So, dann das Kraftwerk. Gott sei Dank Namen lesen. Das Kraftwerk, also das kennt ihr ja schon. Das läuft ganz normal. Das habe ich jetzt auch alles verbunden. Hab die restlichen Turbinen, die wo ich noch drüben hatte, auch ausgepackt und hergestellt. Denn wir müssen nach unten. Die sind jetzt sozusagen auch schon hier drin. Auch hier Hydrogengas-Tank wird hier jetzt reingezogen. Und ich habe hier meine Large-Lithium-Batterien, die jetzt dann sozusagen gespeist werden. Ich habe jetzt davon 4 Stück. Was habe ich denn da eigentlich von Kabel dran? Ich glaube, 8-fach, ne? Ja, also das heißt, mehr als 16 kann ich sowieso nicht nehmen. Das wird witzig. Weil der... Ach nee, das ist der LV. Denn hier gehen wir jetzt dann rein. Und das ist jetzt der LV-Raum. Das heißt, mein LV-Raum wird jetzt nur noch gespeist von den Gasturbinen. Von Hydrogen. Und der andere Bereich, der hier, der wird jetzt nur noch gespeist aus dem Hauptnetz. Und da habe ich schon mal 6 HV-Batterien dran, müssen aber noch mehr werden. Ja, weil wenn hier irgendwann mal noch mehr Maschinen drin stehen, weil wir sie alle brauchen, habe ich irgendwann ein Problem, weil da passen 16 rein, da passen 12 rein, da passen 8 rein. Da wird einer nicht ausreichen und ich hoffe, dass ich dann vorher schon auf dem Mond war, damit wir da auch was machen können, dass wir dann unten langsam auf EV updaten, damit wir halt da auch keine Probleme mehr haben. So, ich nehme jetzt mal gleich diese 4 Stück, haue sie hier rein. Der soll mir die mal vollfüllen, weil wenn der jetzt als erstes voll ist, ja, vielleicht sollte ich auch noch treffen. Ach genau, und unser Basic Capacitor Bank ist momentan dahinter gewachsen. Da ist aber noch kein Anschluss dran. Ja, weil ich habe jetzt hier 5 Stück drin, ich habe hier höchstens 4 Maschinen. Ich habe hier 5 Stück drin, ich habe hier 2, 4, 6 Maschinen. Okay, ich könnte hier noch eine reinschmeißen. Apropos reinschmeißen. Könnte man schnell noch ein bisschen Lithium-Dust holen, da kann da auch nochmal einer laufen. 2 Batterien kriege ich nämlich noch hin. Und das ist der Wahnsinn, was man da momentan einfach nur an Ressourcen nicht verschwendet, aber ressourcenmäßig braucht. Das heißt, wenn ich jetzt gleich noch schnell in die Raffinerie rübergehe, muss ich schnell machen, weil ich nachgucken muss, welchem Öl und welchem Benzin. Darum habe ich jetzt auch die Trennung vollzogen, weil die haben mir mein Öl einfach nur noch weggesoffen. Nicht Lack gesoffen, sondern Öl gesoffen. So, da kommt schon nichts mehr an. Ja, das heißt, ich hatte die hier voll. Da waren 8 Millionen Liter Öl drin.
Die sind jetzt mittlerweile wieder leer, die sind verarbeitet. Vielleicht Glück gehabt. Und es wurde mehr? Jawohl. Es wurde mehr. Es sind 800.000 drin, das heißt, da drüben sind 4 Millionen drin. Perfekt. Ja, dann sieht man halt hier, ne? Wir gehen jetzt hier durch. Gehen hier nach oben, gehen hier nach vorne, gehen da nach drüben. Das ist jetzt alles der Hydrogen-Gas-Spaß. Also das heißt, ich habe jetzt hier einen Tank, zwei Tanks, drei Tanks. Also das sind schon mal 4, 8, 12. Hier hinten steht der nächste. 16. Also 16 Millionen Hydrogen. Und vom Oxy haben wir mittlerweile auch hier einen, da vorne einen, hier einen. Das sind schon drei. Ich glaube, der ist nicht angeschlossen. Den könnte ich mal anschließen. Den schließe ich mal an. Freuen wir sich. So, da hinten ist der Aufzug nach oben. Hier hinten hat sich jetzt nicht sehr viel verändert. Außer hier oben. Hier oben sind Tanks reingekommen. Und das sind jetzt sozusagen meine Tanks, wo ich jetzt dann weiß, alles klar, sind die voll, hören die Maschinen hier auch zum Produzieren auf. Ja, also momentan muss ich halt immer gucken, was habe ich mehr, Hydrogen oder Oxygen? Und wenn ich zu viel Oxygen habe, dann wird das sozusagen gevoided, ne? Also Overflow Voiding Mode. Und wenn ich feststelle, dass ich Hydrogen zu wenig habe, zu viel habe, dann wird der gevoided und der Ding, nicht, dass die Maschine von mir meinen Saft wegsäuft, fürs Voiden. Das brauchen wir nicht. Genau, so, das war mal der schnelle Rundgang. Ja, und man sieht hier, die sind alle drei jetzt bis zum Rand voll. Ja, also da kann man sich auf jeden Fall auch noch drauf freuen. Und wie gesagt, der eine Oxy-Tank wird da hinten jetzt eventuell auch noch voll laufen. So, in der Viertelstunde ungefähr jetzt mal schnell durchgequatscht, was ich sozusagen für mich jetzt selber die letzten zwei Tage so getrieben habe. Aber soll auch weitergehen. Wir wollen heute definitiv an zwei Sachen bauen, die wo für mich jetzt wichtig sind. Und zwar, ich habe jetzt hier schon mal Transport Pipes. Da werde ich jetzt als erstes mal ein wenig dran rumschusteln. Und zwar Transport Pipes. Und zwar die vom Project Red. Item Transport Pipes. Und zwar, die kosten uns im Assembler Glass Pane und Long Iron Rods. Das ist das, was wir gerade hier gesehen haben. So, die nehme ich mal raus. Dann wandere ich nach drüben. Ah, sehr schön, da sind wieder Kisten gemacht worden. Weil wir möchten das Zeug haben, also lassen wir es auch produzieren. Und Kisten sind mir auch ausgegangen, weil, wie gesagt, Drawer, ich baue mal meinen Drawer wie ein Weltmeister. So, das heißt, wir haben jetzt hier Item Transport Pipes. Ich hoffe, dass ich jetzt das alles hinkriege. Ich versuche das jetzt auch hier erstmal in dem Raum zu erklären, bevor ich es irgendwo hinbaue. Muss ich auch für mich selber nochmal erklären. Dass wir ganz genau wissen, was Sache ist. Also die Item Transport Pipes sind die Pipes, die ich brauche. Ich glaube, hier. Da wäre, glaube ich, die einzigste, die eine Item Transport Pipe werde, da nichts dran angeschlossen ist. Ich hoffe, dass ich da jetzt noch keinen Mist erzähle. So, dann haben wir hier noch die Interface Pipe. Routed. Pressure, Network.
Ich bin ja total zufrieden, dass ich die gerade nicht sehe. Routed. So, was hat er denn geschrieben? Interface. Ja, es kann sein, dass die Interface Pipe heißt und darum habe ich sie nicht gesehen. Ja, genau. So, und dafür brauchen wir Molten Redstone. Und wir brauchen Routed Junction Pipes. Die brauchen wir auch noch. Das heißt, ich brauche Infused Silicon, ich brauche Item Transport Pipes, ich brauche Aluminium Bolts. Infused Silicon, wie stelle ich dich her? Mit Red Silicon von Project Red, wie stelle ich dich her? Silikon und Redstone. Wie stelle ich Silikon her? Mit Raw Silicon Dust und einem Mold in der Forming Press. Und wie stelle ich Raw Silicon her? Ich glaube, ich habe da noch was in der Erzverarbeitung drüben. Wenn nicht, werden wir es gleich wissen. Da muss ich bald welchen herstellen. Ja, ne? Schon komisch. Wenn man nichts hat, muss man es herstellen. Nein. Jawohl, es sagt mir hier hinten. Leider zeigt er mir hier nicht mehr an. Da ist was. Ah. Hammer auf jeden Fall genügend. Ich nehme auch mal gleich ein Stack Redstone mit, wenn ich es jemals finden sollte. Da. Ich nehme da gleich mal ein Menge mehr mit. Ich habe gleich eine Quest abgeschlossen. Hervorragend. Ohne auf die Quest zu gucken. Ich gucke da viel zu wenig drauf momentan, ich weiß. Bis auf der Rakete. Muss man auch mal durchgehen, weil das erklärt ja wirklich hier das Buch saugut die ganzen Mods. Und wenn man halt zu wenig Zeit hat, ne, weil man hier halt so ganze Zeit rumbaut, hat man keine Zeit, sich Mods anzugucken. Ich weiß. Ich schlimmer Mensch. Ja, so. Also, wir brauchen jetzt dieses Silikon. Das ist eigentlich das hier. Das ist eigentlich das hier. Das heißt, ich brauche jetzt den Mix. Nein, ich brauche jetzt erstmal das Raw Silicon und das Mold in der Forming Press. Jetzt muss ich erst mal hoffen, dass ich überhaupt. Ball habe ich hier drin. Muss ich mal gucken, ob ich hier eine Forming Press habe. Ich weiß halt immer noch nicht, ob es eine Möglichkeit gibt. Ah, Forming Press. Habe ich die Forming Press auch da drüben? Nein. Hätte ja sein können. So, wir haben jetzt hier eine normale Chest. Trap, Chest, Trap, Chest, Trap, Chest. Okay, Trap. Das heißt, ich brauche zwei Trapped. Das mache ich nämlich jetzt auch mittlerweile gleich. Das war mal wieder hervorragend. Das hat es super gemacht. Beinahe richtig. So, Item Output, danke. Achso. Nach oben bitte. Nicht nach hinten. So, dann brauche ich auch noch schnell zwei Schilder. Dann haben wir hier nämlich immer Output. Und ich weiß auch, wo die Forming Press steht. Genau, Input. Gut, dann kann ich die nämlich mal schön drauf laufen lassen. Wie gesagt, irgendwann kommt es noch da oben rein und ich brauche Pipes und ich muss davon viel mehr produzieren, aber ich muss halt erstmal dazu kommen. So, das heißt, wir haben jetzt hier schon mal die Silikon Balls. Das heißt, ich brauche jetzt, das war ein Mixer, da habe ich wenigstens schon, ich weiß, ich muss die Farming Press mal langsam auch in MV bauen.
Das heißt, du kommst rein und dann läuft der Mixer schon mal. Habe ich da drüben? Ich glaube, ich habe drüben schon eine Forming Press in HV, kann das sein? Ja. Genau, der hängt an dem Strom, das geht. Das tut mir leid, aber ich brauche das schneller. Bitte langsam. Ich schätze mal, deswegen werde ich noch keine MV haben. Dann haut der mal ein wenig drauf. Und ich kann mal wieder ein wenig Benzin verschwenden. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal hier 5 Stück davon. Und ich gehe jetzt mal schnell und schaue mir mal die Questreihen an. Gibt es hier irgendwie Transportation? Ich habe doch vorhin irgendwas abgeschlossen. MV. Raw Silicon Dust. Das war hier. Genau. Sehr schön. Ist auf jeden Fall neu, weil wie gesagt. Naja, wobei die kann auch. Nee, weil ich Hauptquests eigentlich immer schon geschaut habe, dass ich sie durchziehe in dem jeweiligen Tier. So, gibt es hier irgendwas? Piping? Hast du nicht gesehen? Schieß mich tot? Wie heißt du? Red Silicon. Wir gehen mal schnell auf Suche. Nicht, dass ich dann wieder mal eine Quest habe, wo es dann dort steht, ja, hast du einfach mal ein paar mehr gemacht. Hast du auch die Quest abgeschlossen? Also Transportation. Stream, falls du das sehen solltest, kannst mal qua Questlines machen, außer ich bin blind. Weil ich habe zum Beispiel auch für mich selber noch nicht rausgefunden, wann benutze ich jetzt normal, wann benutze ich Logistics. Also Project Red ist für mich billiger. Aber Logistikpipes ist ja nicht reingekommen, nur weil irgendjemand gesagt hat, ich will Logistikpipes. Wenn doch, ich hätte gern Enhanced Inventories. Kann man auch mal so fragen. So, gleich sind wir durch. Dann haben wir nochmal ein Stack. Ja, das ist doch schon mal viel angenehmer. Ich weiß, ich brauche jetzt auf jeden Fall. Moment, wartet mal. Wie stelle ich die Dinge her? In der Forming Press? Hatte ich nicht nur irgendwo diese Empty Shapes rumfliegen? Aber die habe ich nur nicht mehr, die habe ich nur nicht aufgeräumt. Mist. Was kostet mich eigentlich so ein Empty Shape? Eine Bending Machine? Ah, ein Quadrible. Moment. Quadrible Steel Plate. Haben wir gleich noch was gemacht? Stahl bist du hier, ne? Bending habe ich bestimmt auch hier drin. Weil die baue ich immer ziemlich schnell. Weil da weiß ich, dass ich mindestens MV brauche. So. Und das war jetzt. Genau, ich verflüssige hier jetzt. Genau, nochmal in der Bending. Dann haben wir mal so auch so eine Platte hergestellt. Empty Shape. Und jetzt macht es auch mal Sinn, dass man das da macht.
Dann habe ich zwei. Ja, was für ein Wunder. Nein, aber ich kann jetzt zum Beispiel das da dann drüben laufen lassen. In der Zeit, wo ich jetzt zum Beispiel das mal hier laufen lasse. Kann man gleich die Bällchen rüberbringen zum Mixer. Dann kann der hier erstmal mit der Forming Press weiterarbeiten. Und ich habe doch Muffler Upgrades en masse. Danke. Und jetzt ruhig. Weil das braucht man nicht mehr. So, jetzt habe ich Infused Silicon. So, das heißt, wir sind jetzt schon mal ganz nah an dem Ding dran. Das heißt, ich brauche jetzt Aluminium Bolts. Zwei Stück. Infused Silicon habe ich. War das Aluminium Bolts, ne? Aluminium. Was schaut denn hier blau aus? Das da. Habe ich Bolts da? Ja. Ich mache mal schnell welche. Aluminium ist das blaue Zeug. Vier Stück. Mach mal jetzt erstmal nicht mehr, weil ich halt noch. Ich muss erst wieder Materialien herstellen. So, Bolts. Hau raus. Ja, das müsste jetzt trotzdem einige sein. 8, 16, 24, 32. Genau. Okay. Ah, Mann. Ja, jetzt muss ich gucken. Wo muss ich. Dich kann ich in LV machen. Dafür brauche ich auch noch eine Goldplatte. Dich kann ich auch in der LV machen. Dauert aber. Naja, dauert 20 Sekunden. Und ich brauche noch Item Transport. Die werden hier sowieso gerade hergestellt. Also Item Transport. Dann dich. Dann dich und gib ihm. So. Jetzt haben wir Routed Junction Pipes. Ja, der ist angeschlossen. Aber noch nicht mit dem richtigen Kabel. So, und wir haben ja jetzt ja festgestellt, wir brauchen für die hier Molten Redstone und zwar 144 und was war das? Eine ganz normale Golden Plate, ja. Schauen wir mal, ob wir welche haben. Nein, haben wir nicht. Mache ich mal jetzt nur 8. Wir brauchen Geschwindigkeit. So, dann haben wir gesagt, das heißt, ich habe jetzt hier 12. Oh, schautet mal. Quest complete. Ja, wo habe ich diese Quest? Bei Planet Logistics bestimmt. Genau. Ich bin der Held. Basic Automation? Ja, da haben wir es. Routed Junction Pipe. Echt, 8 Stück. Item Transport Pipe haben wir auch schon. Und jetzt brauchen wir Routed Interface Pipe. Ja, die bauen wir gerade. So, dann haben wir hier 8. Dann hole ich gleich nochmal 6 Stück, weil dann kann ich gleich alle machen. So, und. Das heißt, ich habe jetzt dann 14 Stück. Das heißt, ich brauche jetzt 14 mal Redstone. Das war hier, glaube ich, hier oben. Ah, und jetzt gehe ich halt einfach hin. Kann das hier sozusagen reinschmeißen. Nimm auch gleich 14 von den Zellen mit. Schön brav in der Hand lassen. Rein, läuft, läuft. Und wieder weg.
Man hat immer ein sauberes Inventar. Doch super, oder? Okay. So, dann lassen wir dich auch weiterlaufen. Ja, vor allem ist es viel angenehmer so, ne? Dann brauche ich nochmal Long. Kann dir schon mal wieder weiterlaufen. Du kommst raus, du kommst rein. Danke. Waren es jetzt 4 oder 8? 4. Danke fürs Gespräch. So, und die würden jetzt dann sozusagen so hinkommen. Und sind jetzt auch miteinander verbunden. So, und jetzt muss ich mit den Karten rumspielen. So, das heißt Project Red Beginning. Item Transport Pipe. Routed Pipes. Okay, die habe ich auch abgeschlossen. So, jetzt brauchen wir 0 Logic Chips. Dafür brauchen wir 8 Stück. Dafür brauche ich Molten Tin. Oder Molten Soldering. Ja, ich weiß, dass ich die habe. Aber 4 Stück ist zu wenig. Aber ich glaube, ich muss die einfach nur machen und die sind oben. Weil ich weiß, dass Sebo da schon mal vorgearbeitet hat. Weil er gesagt hat, wir müssen da auch mal langsam in die Pötte kommen. Und ich komme jetzt in die Pötte. So, das heißt, wir brauchen Soldering. Was? Ah. Edge Low Voltage Wiring. Ich weiß, dass ich dich gesehen habe. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich dich hin habe. Warst du da hinten? Wo habe ich dich hin? Ja, das ist der Nachteil, wenn man dann aufräumt, wenn man nicht mehr weiß, wo man was hinpackt. Vielleicht da hinten hin, in die Kisten, weil die sind weit genug weg gewesen. Ja, da sind sie. So, das heißt, ich brauche dich. Das heißt, ich brauche Stone Plates. Das heißt, ich brauche einfach nur Stone Dust im Kompressor. Ab in die Erzverarbeitung. Wenn ich was habe, ist es Stone Dust. Momentan nichts drin. Wieder zurück. Ich habe momentan, soweit ich weiß, nur einen LV-Kompressor. Oder? Habe auch einen MV-Kompressor. Geht schneller. Ist nach oben. Item Output. Und ich muss mir das angewöhnen, dass ich das momentan die ganze Zeit mache. Aber wenn ich es nicht mache, vergesse ich es. Und dann weiß ich auch, dass der schon richtig eingestellt ist. Okay. Eigentlich dürfte ich es nur dieses Schild machen. Und nicht dieses, aber ist mir jetzt egal. Weil ich die Pipes jetzt dann sowieso demnächst alle baue. So, das heißt, wir haben jetzt davon 2. Forming Press. In LV. Forming Press müsste ich haben. Ich die drüben? Ich glaube, die habe ich im HV sogar gebaut. Ja, jetzt wisst ihr, warum das so wichtig ist, dass man die Schilder hinstellt. Dann weiß man auch, wo was ist. Freue ich nicht jedes Mal über die Maschinen drüber habern. Ich weiß doch, dass ich eine Forming Press habe. Ja, bestimmt. Ah, klar. Die arbeitet die ganze Zeit damit.
schon. Mach den einen noch fertig. Danke. So. Dann brauche ich davon 4. Ich brauche ein Circuit und ich brauche 4 Goldwire. Warum mache ich das jetzt gerade? Warum will ich jetzt so viele machen von den Platten? Ganz einfach. 36 Liter brauche ich, 144 kriege ich. Das heißt, ich brauche davon 4 Stück. Also das heißt, ich brauche 16 von den Plates, ich brauche 4 Circuits, ich brauche 16 Goldkabel. So, 4 Circuits, Hammer. 16 Goldkabel könnten interessant werden. Oder auch nicht. Habe ich schon eine Wire in HV? Ja, habe ich. Bei Goldkabel ist die... Oh, scheiße. Falsches Ding drin. Eine schöne Neuerung. Das war mal wieder affig. Oder ich. Ich brauche Kabel in Gold. Was mache ich? Ich nehme das Kabel, was ich brauche. Und mach mal ein dünneres Wire draus. Der wird sein. Schön. So. 12. So. Das heißt, ich brauche jetzt noch 4. Danke. Wir haben es. Und jetzt brauche ich. Brauche LV dafür, okay. So, dann müssen wir mal schnell nach hinten gehen. Soldering. Jawohl. Gleich ins richtige Fach gegriffen. Brauche eine Zelle. Ich glaube, der kann auch Soldering. Das rein und das rein. Und was habe ich jetzt wieder falsch? Nochmal 4 Circuit Plates. Falsche Maschine? Brauche einen Circuit Assembler dazu. Na. Okay. So, dann heißt es dich rausnehmen. Dich anmachen. Oh, ich habe da sogar Soldering Iron drin. Ja, das ist doch schön. Dann mache ich dich mal schnell aus. Und dich mache ich mal schnell an. So, dass ich es nicht vergesse. Aus. An. Aus. Rein. Na, da. Die sind nicht umsonst jetzt mittlerweile gegenüber. Reicht mir sogar dann einer, wenn ich den habe. Beziehungsweise irgendwann habe ich dann, wie es auch hier ist, mit 2, aber ich brauche halt dann bitte die Variante hier. Ja, wo ich dann halt auch einstellen kann, wo es was hin soll. Also das heißt, weil momentan kann ich noch nicht den Empfang bestätigen da unten. So, wir haben jetzt 8. Und ich brauche 8. Ich habe die Quest fertig. So, das heißt, ich brauche jetzt Item Responder Chip. Das heißt, ich brauche jetzt einen Circuit Assembler. Oh Gott, da brauchst du richtig viel Graffel dafür. Du brauchst einen MV, du brauchst Orange Illuminar, du brauchst Red Alloy. Red Alloy Wire.
Ich brauche auf jeden Fall mal drei. Und er haut gleich mal ein paar Quests durch. Ich geh mal schnell nach oben und guck, ob da oben schon was hergerichtet wurde. Ja, weil null Logic-Rotte sind schon da. Ich gehe mal schnell hier gucken. Nicht, dass das auch noch als Rezept hier irgendwo drin liegt. Muss sowieso hier ein wenig auch mal leer räumen. Habe gesagt, ich habe schon welche. Aber wir brauchen da massig dafür, wenn wir irgendwann auf jeden Fall das, was wir jetzt dann alles anschließen wollen, auch anschließen. So, genau. Ich brauche dafür Red Alloy Wire. Das ist kein Ding. Copper Plate ist auch kein Ding. Gut, oder den zweiten Circuit ist auch keiner. Ich mache jetzt mal vier Stück. Davon vier Stück. Ich hoffe, dass das ausreicht, dass ich den im MV mache. Ja. Also, du kommst weg. So, da vier rein, da vier rein. Dann brauche ich, wie viel Kabel brauche ich? Zwei? Zwei Kabel, zwei Illumi. Und das heißt, ich brauche jetzt vier Kupferplatten. Ich habe mal wieder mein Speedy Gonzales Ding drauf. Vier Stück Hammer. Red Alloy Wire. Haben wir das schon? Das ist Redstone Alloy Wire. Brauch. Habe ich die noch vorne? Red Alloy Wire. Ja, habe ich vorne. Davon brauche ich 8. Jetzt brauche ich noch von dem Illuminati. Illumina was? Illuminati, genau. Die sind was anders. Im Mixer Glowstone und Orange. Aber was da für Orange? Der Brot da. Ich brauche auch noch Glowstone. Glowstone habe ich nichts mehr da, ne? Das heißt, ich muss jetzt erst einmal ins Lager. Brauche davon auch. Was will ich denn eigentlich hier? Nicht die Maus wegschießen. Will ich nicht mehr hinkommen. Ich brauche 1 zu 1 und bekomme 4. Das heißt, es sind 2. Schau gleich mal nach. Nein, nichts da. Farbe war hier. Ach komm, ich nehme jetzt gleich 4 mit und dann geht es gleich in die Erzverarbeitung rein. Dann brauche ich auch nochmal Glowstone. Machen wir auch gleich 4. Glowstone war da hinten. Und ab in die Werkstatt. So, dann heißt es jetzt, du kommst erstmal raus, du kommst rein und du kommst rein. Und wie ich mich jetzt kenne, brauche ich bestimmt noch Wasser oder sowas. Nein, ich brauche ein Circuit Nummer 8. Wird einfacher. Danke. Okay. So, das heißt, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Dann lässt du. So, das heißt, ich habe jetzt das da. Ah, okay. Routed Pipes. Dann nehme ich Item Responser. Item Extractor. Den brauchen wir auch noch. Da habe ich es dann. Da wird mir dann langsam die Zeit ausgehen. Brauche nur eine, ne?
Also, du gehst mal nach oben. Du hast Item Output. Das da muss ich jetzt, glaube ich, einfach nur da reinschmeißen. Glauben heißt nichts wissen. Merk's. War das nicht mal früher so? Oder haben sie das umgebaut? Da kannst du den Filter einstellen, da kannst du die Priorität einstellen. Ja, so kenne ich das. Jetzt muss ich mal schnell lesen. Ich glaube, Routes sind nämlich, habe ich nämlich falsch im Kopf. Genau, ich brauche Interface Pipes. Ich hält. Routed Junction? Aber ich habe noch Routed Interface Pipes. Mal schnell lesen. Routed Interface Pipes. That's all nice. But none of these pipes connect to test. Okay, Routed Interface Pipes. Genau. Habe ich somit erledigt. Ah, man muss von oben draufklicken. Will du mir verarschen? Also, ich hab das gerade gemacht. Das ging nicht. Vielleicht musste ich es wirklich erstmal aktivieren. Jetzt will ich das wissen. Gehst du? Aha. Oh. Ja, also ihr seht's, geht nicht. Man muss erst klicken, dann geht's. Und jetzt kann man es auch mit der... Jetzt ist auch das hundertprozentig ein anderer Tipp. Ja. Und ich merke gerade... dass das so schon mal nicht klappt. Weil der denselben Chip verwendet. Das heißt, ich muss das wirklich dann so aufbauen. Gut zu wissen. Gerade ging es noch, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es wieder. Leicht wird. Okay. So, das haben wir. Der Item Overflow Chip. Ja, das ist eigentlich einen, der, wo mich jetzt nicht interessiert hätte, aber ich brauche ihn für den nächsten. This chip stores the items in a connected inventory. Ah, okay. Der Item Overflow Responder Chip ist sozusagen, den brauche ich doch. Also das heißt, ich habe jetzt hier meine Kiste. Dann heißt es, hier schau da rein. Und da gehört eigentlich dann nicht die da rein. Sondern da kann dann eigentlich die andere rein. Was brauche ich denn für dich? Eigentlich genau dasselbe, bis auf eine Eisenplatte und grün. Moment.
sehe ich denn? Sehe ich Item Extractor? Extractor. Für den Extractor brauche ich Cyan. Okay. Also, dann heißt es jetzt schnell nochmal ins Lager. Besorg mir mal schnell bitte zweimal Cyan. Und zweimal Grün. Habe ich. Dann gehen wir schnell nochmal in die Erzverarbeitung. Gehen wir davon ab in die Werkstatt. Dich rein, dich rein, dich rein. Gut. So. Das kann ich schon mal rauspacken. So, es weiß, brauche ich davon zwei, davon brauche ich dann auch zwei. Illuminar. Das packe ich schon mal hier rein, dass ich weiß, das muss ich dann noch aufräumen und sauber aufräumen. Ich vermute mal, dass ich dann im Lager neben den Farben dann das auch mache. Ich brauche für dich brauche ich Stahl. Und für den anderen, glaube ich, habe ich Eisen gebraucht. Oder? Ja. So, dann brauche ich die weißen Chips. Dann brauche ich davon 8. Also, du kannst rein, ich glaube, das war Eisen. Du kannst rein, Stahlplatten kommen dahin. Ich brauche jetzt noch 4 von den Medium-Chips. Gott sei Dank haben wir das schon mal mittlerweile auf Halde produziert. Ah, okay, ich produziere jetzt nur noch einen. Ja, herstellen kann ich sie immer die ganze Zeit. Der braucht doch einmal so lang. Okay, also das heißt, ich habe jetzt den Overflow-Chip. Da kann ich nur die Priorität einstellen. Das heißt, du müsstest jetzt da reinkommen. Und der nächste Chip. Ja. Ah, okay. Hätte ich vielleicht noch die Stahlplatten reinschmeißen müssen. So, genau, er hat das completed. Jetzt kommt der Extractor-Chip. Den habe ich jetzt auch gleich hingegen. Da kann ich jetzt wieder filtern und da kann ich, okay, da kann ich sogar Orientierung reinmachen. So, du kommst jetzt da rein. Das geht jetzt aber für den Chip heißen. Wenn ich jetzt sage, Filter, kann ich das einfach reinlegen? Ja. Ja. Jetzt müsste eigentlich alles schon funktionieren. Das heißt, ich schmeiß dich rein. Und nichts passiert. Ja. So, Item. This chip will extract items from connecting.
If I'm looking for pipes with a responder chips. Habe ich hier White oder Blacklist drin? Items are whitelisted. Okay. Ich merke gerade, ich habe mit dem Ding schon ewig nichts mehr gemacht. Ich habe das mal gekonnt. Weil ich war jetzt der Meinung, dass jetzt der hingeht. Der sagt, okay, oder brauche ich hier jetzt auch noch einen Responder-Chip? Was ja bescheuert wäre. Ah, alles klar. Man sollte auch alles lesen. Filter, Blacklist, einschmeißen. Ha, schon geht's. Ja, also, gut, dass man mal schnell was gelesen hat. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt das hier reinschmeiß, haut er mal beides raus. Der da hat gefiltert den Stonebrick drin, der hat die Overflow-Kiste drin und der funktioniert. Und diese Pipe muss man einfach nur also den Extractor-Chip muss man einfach nur blacklisten, weil sonst will er nichts rausmachen, weil er sagt ja, du hast dir nichts erlaubt. Ja, ist ja auch logisch. Ja, so und haben wir jetzt noch was wir hinkriegen? Den Item Broadcaster. Der Item Broadcaster ist, glaube ich, den, wo ich zum Anfordern verwenden kann. Was brauche ich für dich? Ich brauche für dich Magenta. Und Goldplatte. Ach, wisst ihr was? Die Stunde haben wir sowieso geknackt. Also, machen wir den auch noch. Magenta, Magenta, Magenta. Magenta müsste da sein. So, ab in die Erzverarbeitung. Was mich ja mal interessieren würde, ist... Also wir haben jetzt hier nicht die Monster aus, ne? Und wir haben auch nicht ausgeleuchtet wie die Weltmeister, aber Spawnen tut hier teilweise gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung warum. Man muss schon richtig draußen rumrennen. Also wie gesagt, wenn du willst, dass du so richtige Fights hast, ne? Brauchst du einen Blood Moon. Sonst. Goldplatte haben wir noch gesagt. Auch nachschauen und machen. Sonst. Über die Folge 3 Stunden lang und wir schaffen es trotzdem nicht. Danke. Das ging mal fix. Ja. Magenta Illumina. Hab ich. Golden Plate. Oh. Oh. Was? Das kann mir auch keiner erklären. Alles braucht den MV-Chipsatz. Das was für mich definitiv von der Aussage her am teuersten ist, also es abrufen, braucht ein LV-Chip. Okay. Es kann auch sein, dass ich mich gerade täusche. Es kann auch noch sein, dass ich diese Pipe hier auch noch brauche. Weil ich glaube, ich brauche die definitiv. So, der Broadcaster-Chip. Wir lesen nochmal schnell nach.
Das heißt, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann sollte ich da, wo die Overflow Chest ist, also hier mit reinpacken, weil der scannt, was man braucht. Das war also nicht der Abruf, das Abrufen braucht man hier, und das ist die Routed Request Pipe. Simple Storage System. Item Stock Keeper, Crafting Chip. Genau, Crafting Chip ist klar. Was brauchen wir dafür? Routed Junction. 864 Liter Redstone. Mindestens 7 oder 8. 2 Diamond Plates, 11V. Wo? Und Routed Junction, das ist auch noch eine bessere, ne? Nö, die müsste ich. Wo habe ich dich? Routed Interface? Ich kann eine Routed Junction gebaut. Item Transport, Infused Silicon, Aluminium Bolts. Oder ich habe nur eine gebaut. Das kann natürlich auch sein. Nein, ich habe sie noch nicht rausgenommen. Nö, das ist Interface. Keine Junction. Infused Silicon, Item Transport Pipes. Rotes Silikon, ich hoffe, ich habe noch eins. War hoffentlich, glaube ich, du. Und Aluminiumbolts, 2 Stück. War schon nicht mehr, was ich am Anfang von der Folge gemacht habe. Ah, hol mal einfach nochmal Alu. Ja. Wir machen ja gerade sozusagen so ein halbes Tutorial. Also sozusagen, wie man sich eigentlich dran schmeißt, einen Mod kennenzulernen. Oder wieder kennenzulernen. Wie gesagt, Project Red. Pyramide, glaube ich. Das letzte Mal so richtig benutzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Junction Pipe. So, Diamond Plates, 2 Stück. Die haben wir hier. Und jetzt brauche ich, ich bin der Meinung, dass das 8 waren. Wenn nicht, habe ich halt irgendwo Zellen mit Redstone rumfliegen. Das war schon Molten Redstone, ne? Okay, war zu viel. Aber wie gesagt, ne, das Schöne ist ja jetzt, jetzt gehst du einfach hin, nimmst das da, schmeißt das hier wieder rein, ab in die Zelle und dann nimmst du einfach die Zelle, und vor allem die, wo wegen so rötlich oder so gelblich schimmern, das sind die heißen. Und die machen dir Schaden. Halt, die räumen wir auch gleich wieder weg. So, Rounded Junction Request Pipe.
So, was schreibt jetzt? Simple Routed Interface Pipe, Dynamic Item Responder, Item Broadcaster Chip, Oak Drawers zweimal. Draw Controller haben wir ja auch keine gebaut. Using the draw controller with large amounts of IO will tanks TPS. If you are on a server, do not use draw cubes or expect the possibility of being deleted or you getting banned. Achso. Ich schätze mal, ist für ihren Server. Rounded Interface Pipe. Ja, haben wir. Dynamic Item haben wir eigentlich. Ach nee, Dynamic haben wir noch nicht. Dynamischer. Den bauen wir aber beim nächsten Mal. Item Broadcaster. So, ich habe jetzt doch noch. Oder auch nicht. Das ist die blöde Frage. Ich muss das jetzt einfach testen. Wenn nicht, kann ich es beim nächsten Mal dann eventuell komplett erklären. Genau. So. Also. Ich habe jetzt hier den Item Broadcaster Chip drin. Darum sehe ich jetzt auch, was in der Kiste ist. Ich nehme jetzt mal die Kiste raus. Und schon sind sie auch draußen. So. Da haben wir Steine drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Item Broadcaster Chip rausnehme und hier reinwerfe, sehe ich das da. Ne? Also das heißt, es wäre eigentlich von Vorteil, das machen wir auch gleich noch, laufen kann er ja. Das war Magenta. Das war der. Und Magenta braucht Gold. Toll. Das ist die Platte, die wo ich nicht mehr da habe. Geht aber fix. Achso. Und das war ja der, wo ich einen normalen Chip brauche, ne? Korrekt. So. Da läuft es noch schnell 22 Sekunden. Also wie gesagt, das heißt, ich habe jetzt hier eine Kiste. Die Kiste schmeiße ich die Sachen rein und der räumt sie mir auf, und zwar das, was ich in diesen Item Responder Chips einstelle. Dann habe ich die Broadcaster Chips, die kann halt auch überall hin. Und wie gesagt, immer am Schluss und das nie vergessen, diese Ding reinzustellen, dass, weil sonst könnte es, soweit ich das noch im Kopf habe, zu Lecks kommen, wenn ihr diese nicht drin habt. Wenn ihr diese Item Overflow nicht drin habt, dann kann es zu Lecks kommen und das wollt ihr nicht. So, und jetzt kann ich hier hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt von dir 32 Chips haben, Submit, zack, und ich habe jetzt meine Steine. Ist das nicht geil? Genau, und dieses System werden wir jetzt dann schön brav drüben in der Erzverarbeitung aufbauen. Ich glaube, über größere Reichweisen macht es keinen Sinn, aber wir werden gucken. Wie gesagt, wenn es zu FPS-Drops kommt und dass der Server laggt, dann werden wir davon Abstand nehmen. Wenn es nicht dazu kommt, wird das auch das System werden, das wo erstmal ins Lager reinkommt. Ja, weil ich kann ja da Draw-Controller anschließen. Da haben wir ja da drüben auch so viele hin. Ne, dann werden die sozusagen mit diesem System hier angeklemmt. Ich weiß noch nicht, wie groß das der andere Chip ist. Was brauche ich denn für den Dynamic?
Ich brauche Orange und Cyan. Habe ich die nicht noch? Orange und Cyan. Moment mal. Ich weiß, das wird jetzt mal die voll übertriebene Folge. Ich brauche davon den zweiten. Ich brauche Bronzeplatte. Gehst wieder rein. Danke. So, du rein, du rein. Du rein. Danke. Läuft der auch? Wir schauen uns den schnell an. Dynamic Item Responder Chip. Ein Oak Drawers 2x2. Ja. Und gehen wir mal schnell ins Lager. Weil da steht nämlich eine Kiste. Achso, 16 Stück. Habe ich ausgerechnet. So, das heißt, ich habe jetzt bis auf den Dynamic eigentlich alles. Der läuft ja. Oder müsste jetzt durch sein. Dynamic Item. So, da werde ich mich mal auch drum bemühen, was der Dynamic besser kann oder anders kann. Ich glaube einfach nur, dass ich jetzt da alles reinhauen kann und der... Ja, da muss ich mal ein bisschen rum experimentieren, was der kann und was der nicht, was der zu können sollte. Wie gesagt, sonst haut er mir eigentlich alles da rein. Weil, ja, ihr habt's ja gesehen, ne? Man hat ja insgesamt für Filter hast du ja hier 9 Stück. Ist ja kein Problem, du kannst auch mehr reinhauen. Brauchst du halt 2 Chips oder 3 Chips. Du hast ja Platz für 4. Ja, du brauchst nur einen Broadcaster-Chip, dass er weiß, okay, was ist drin. Und du brauchst Item Responder-Chip, damit er weiß, was er reinpacken soll. Und wenn jetzt du da halt mehrere drüben hast, kann es jetzt natürlich auch sein, dass man dann halt ein Item Responder-Chip nimmt, dass er sagt, okay, ich nehme diesen hier. Und ich schaue, was da drin ist. Und was da drin ist, das packe ich da rein. Set dynamic an item responder chip, but instead of you setting up, it looks in the chest what items are. Ah, okay. Alles klar. Also. So schnell kann man sich informieren. Das heißt, ich gehe jetzt hin und packe jetzt hier einen Stein rein. Ja? Und hier. Hau ich ihn raus. So, und jetzt sieht er, okay, alles klar, da sind Steine drin. Also schmeißt er den da rein. Und wenn die Kiste dann irgendwann voll ist, ja, ein Blödsinn, kann die gar nicht voll kriegen, dann sagt er, okay, die Kiste ist voll und schickt dann dahin. Also, diesen Chip braucht man dann für dieses System, was sie hier angekündigt haben. Genau. Also nochmal, ganz kurz, Extractor braucht man, um aus der Kiste rauszugehen, aber Blacklisten. Dann hat man einen Item Responder Chip, wenn man möchte, dass man es einstellen soll. Oder einen dynamischen für das, dass er schaut, was ist in dieser Kiste oder in diesem Drawer Controller. Dann braucht man noch einen Item Broadcaster Chip. Zum Schauen, was in der ganzen Kiste drin ist. Und ich brauche einen Overflow-Responder-Chip ganz am Ende, der,
der Geschichte, damit er mir alles weg rausschmeißt, was er nicht einsortieren kann. Ist wichtig. Und wenn man dann noch diese schöne Routed Request Pipe baut, kann man das ganze Zeug dann auch abrufen. Wie gesagt, das System soll halt auch irgendwann hier soweit sein, dass dann das halt auch da drunter ist, dass ich dann hier meine Zeug reinschmeiße und alles, was er einsortieren kann, geht ins Lager rüber, geht in die Küche rüber und so weiter und so fort. Genau. So. Aber das war es jetzt für die Folge. Die Folge hat jetzt auch nur 1 Stunde 21 gedauert. Mal ein guter Spielfilm. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder zu mir auch mal sagt, mach mal ein Tutorial über Project Red in was für einer Version auch immer, schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.